Wer den G91-Bau in Tübingen betritt, wird eingesogen in eine Welt, die beinahe surreal wirkt. Kubismus, Pop-Art, Kitsch und Avantgarde, hier ist einfach alles dabei und nicht nur die Vielfalt, sondern auch die bloße Masse an Kunstwerken ist überwältigend. Unzählige Zeichnungen, Malereien, Plastiken, Installationen und Modedesigns schmücken die ehemalige Panzerhalle. Wie leidenschaftlich und ambitioniert Herbert Rösler jahrzehntelang mit seinen Gruppenmitgliedern für diese Kunst gearbeitet hat, lässt sich kaum erahnen. Er wollte kein zweiter Picasso werden, aber sein Niveau, das er hat, ist ihm gleich. Man kann Herbert Rösler neben Picasso, Cézanne, Miró, Paul Klee und Rembrandt hinstellen. Er ist nicht bekannt, aber das Niveau hat er. Gell? Tritt man nun einmal hinter die Kulissen der Galerie, wird klar, die im vorderen Teil der Halle ausgestellten Werke sind lediglich ein Bruchteil dessen, was die Gruppe 91 an künstlerischen Schätzen besitzt. In diesem Lager stehen dicht an dicht unzählige weitere Stücke, für die noch kein geeigneter Ausstellungsort gefunden wurde. Was ihn besonders auszeichnet, ist seine Vielseitigkeit. Es gibt ja bekannte Maler, bekannte Bildhauer, bekannte Modeschöpfer, aber beim Herbert war das praktisch alles in einer Person. Also er hat Architektur gemacht, Kleider entworfen, tausende von Bilder gemalt in allen möglichen Richtungen. Doch seit einiger Zeit hat die Gruppe mit den Behörden zu kämpfen. Laut Gutachter darf die alte Halle aus Brandschutzgründen von Besuchern nicht mehr betreten werden. Doch was passiert mit Kunst, die nicht mehr gesehen wird? Wir wollen ja gar nicht so machen. Das soll ein Geschenk im Grunde genommen sein an die Menschheit. Aber da muss auch jeder ein bisschen mitmachen. Und wenn jeder nur 1 Euro gibt oder 5 Euro oder 10 Euro oder einer 1 Million, wenn er einer zu viel hat. Ist so ein Traum, ist ein Rösler-Museum, wo wir wirklich jedem Teil einen Platz geben können. Wir haben ja so viele Kleider. Die Mäuse, die fressen uns die Kugeln davon ab. Oder eine Biene baut ein Nest da rein oder was weiß ich. Aber alles vergeht, nur die Liebe besteht.